Ja, servus liebe Freunde. Heute geht's mal wieder ans Strohverfahren. Ist auch mal wieder an der Zeit. Aber heute mache ich es ein wenig anders. Heute nehme ich mal den Kipper dafür. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich habe ja vor einiger Zeit auch mal Heu geholt gehabt in Unterzettlitz draußen. Da habe ich euch ja mitgenommen gehabt. Und das Heu hatte ich auf dem Zwischenboden da gelagert. Den Teil, den ich nicht gleich gebraucht habe, den anderen Teil habe ich direkt in der Stall. Und ich habe mir jetzt die Ladung hier rüber geschmissen und von oben noch ein wenig Stroh mitgeholt. Sieht man da. Und das fahre ich jetzt mit dem IHC dann rauf. Das kriegen die Viecher im Stall. Ja, viel Spaß dabei.
redest du? Was? Jockel! Was? Hm? Was sagst du? Ja. Meh. Ich habe aber Niederdruckballen auch gleich mitgeholt, weil vor den anderen war nicht mehr so viel da, vor dem Hochdruck, die ich gekriegt habe. Also was man halt an den Niederdruck hier noch einmal ganz deutlich erkennt. Das sind recht große Ballen, die sind relativ leicht, aber verdammt groß, breit und halt sehr lose gebunden. Also wenn ich jetzt an der Schnur hier anziehe, muss sehr aufpassen, dass mir die nicht zerfallen. Das ist der große Nachteil am Niederdruck. Was ein Vorteil davon ist, man könnte auch ein wenig feuchteres Material pressen. Normal presst man ja immer, wenn es richtig schön trocken ist. Sonst läuft man ja Gefahr, dass es schlimmstenfalls brennt. Durch Selbstentzündung. Das Problem hat man bei den Niederdruckfallen so gut wie gar nicht. Durch das, dass die nicht so hoch verdichtet waren, ist die Gefahr deutlich geringer. Und ich sag, die haben halt auch viele Nachteile. Und ich sag's ganz ehrlich, bevor ich diese ganzen Nachteile habe, presse ich lieber Hochdruck und habe dafür ein paar schöne, anständige Ballen in schönem Format. Zumal die weniger Arbeit machen. Ja, wie viele Ballen fahre ich immer hier rauf? Im Normalfall, wenn das Lager leer ist, passen hier oben 40 HD-Ballen rein. Die reichen normalerweise im Schnitt 2-3 Wochen. Dann muss ich wieder auffüllen. Bei den Niederdruck passen nicht so viel rein, weil die halt wie gesagt voluminöser sind. Da habe ich allerdings auch von der Menge her deutlich weniger. Ja, warum kippe ich das ganze Heu nicht einfach ab? Nun, das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich das alles hier herkippe, habe ich einen Haufen Sauerei. Gut, die habe ich so auch, aber nicht ganz so schlimm. Und soweit ich das vermeiden kann mit dem Haufen Dreck, vermeide ich das natürlich. Das Heu, was jetzt alles am Boden unten liegt, beziehungsweise das Stroh und das ganze lose Material, das kommt dann gleich wieder als lose Einstreu in den Stall rein. Ich meine, ich weiß das ja nicht weg, nur weil es auf den Boden gefallen ist. Gut, der Boden ist nass, ist feucht, aber das liegt nicht so lange. Und im Normalfall, ich schmeiße es nicht weg, sondern ich nehme es dann wieder. Und dann kommt es halt als Einlage unten rein, dass sie was zum drauf schlafen haben. So, dann ist mein Lager wieder voll und die Viecher haben wieder ein paar Tage was zu fressen.
So, und das letzte Zeug, was jetzt recht feucht ist, das kratze ich einfach zusammen. Das fliegt dann auf den Mistwagen mit drauf, auf die Lore und gut ist. Ja, das war's dann auch schon mit Heu und Straucheln. Jetzt haben wir noch den Kippe und den Bulldog auf und gut ist wieder. Ja, bei den Hydraulikschläuchen bei einem IHC, das sind Abreißkupplungen. Das heißt, um die rauszukriegen, habe ich sie schon rausgezogen, ich zeige es nochmal. Wenn die im Bulldog drinnen steckt, um die jetzt alle rauszukriegen, reindrücken, anziehen und die ist draußen. Einziger Nachteil an denen ist halt hier, die haben leider nicht wie bei den neueren Bulldog einen Auffangbehälter drunter. Sprich, wenn da ein bisschen Öl noch am Schlauch dran war, das tropft immer runter. Lässt sich leider nicht vermeiden. Aber es lässt sich leider auch hier nichts nachrüsten. Das haben wir auch schon mal überlegt, aber es funktioniert leider nicht. So, Bremse anziehen. Und dann ist doch schon wieder gut. So, also mit Heu auffüllen bin ich jetzt fertig. Heu und Stroh ist wieder im Stall droben. War kein großer Aufwand. Ja, warum mache ich das Ganze mit dem Kippe und nicht mit dem Radlader, mit der Mulde? Ja, der Vorteil vom Kippe ist ganz einfach, wenn der leer ist und da ist nichts weiter drauf. Auf dem Kippe kriege ich meine komplette Ladung drauf, die ich zum Auffüllen brauche. Beim Radlader muss ich 3-4 Mal fahren, weil in die Mulde gar nicht so viel reinpasst. Und aus dem Grund mache ich das eigentlich immer mit dem Kippe ganz gern. Ich kippe den auch immer ein wenig auf. Erstens einmal kommt man ein wenig bequemer von hinten auf und zweitens einmal nach unten runter arbeitet es sich doch immer leichter, als wenn man von unten nach oben arbeiten muss. Weil, wie man sieht, unser Grundstück, das ist ja alles so im Hang drinnen, kann man sagen. Und wenn ich den jetzt normal hinfahre, dann laufe ich immer mit den Ballen bergauf und wenn ich ein wenig aufkippe, dann kann ich mit den Ballen bergablaufen. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ist das jetzt eine Arbeitserleichterung oder nicht? Ich finde schon. Aber wie gesagt, das kann ja jeder machen, wie er will. Ja, was liegt dann jetzt noch ein wenig an? Ich habe mir heute mal vorgenommen, ich mache die Batterie bei meinem Kramer rein. Ich werde einmal rausfahren, ich mache einmal einen Ölwechsel. Werde mal nachschauen, ob die Glühkerzen noch richtig funktionieren. Eventuell, dass ich einmal neue Glühkerzen bestelle dafür. Das wären so die, ich sage mal, kostengünstigsten Punkte, die ich hätte. Und dann schaue ich einmal, ob ich ihn wieder zum Laufen kriege. Was haben wir hier dann noch drin stehen? Das ist gestern gekommen.
Das Ding muss gerichtet werden, das ist ein Hanomag R16, Baujahr 1953. Bei dem Bulldog ist schon sehr viel gemacht worden. Unter anderem der Kopf oben drauf und Einspritzpumpen wurde gemacht. Ja, und was jetzt noch zu machen ist, in die Ölwanne unten läuft Wasser rein, in der ganzen in den Motorraum läuft Wasser rein. Es müssen neue Büchsen rein. Und ich bin auch mal gespannt. Also wie gesagt, das macht halt immer mal vorher dann, ob das Ding dann wieder zum Laufen kommt. Es ist eigentlich auch kein schlechter Bulldog, fällt mir eigentlich ehrlich gesagt auch ganz gut. Hat aber auch leider Gottes, so wie mein K15 auch, keine Hydraulik hinten dran. Und was ich als entscheidenden Nachteil sehe, die Anhängerkupplung, das Zugmaul, das sitzt unterhalb von der Zapfwelle. Und wenn man jetzt einen Ladewagen oder was dahinter hängt und hat das Zugmaul unterhalb, die Ladewagen haben ja ihre Gelenkwelle immer unterhalb von der Deichsel hängen. Sprich, man müsste jetzt hier anhängen. Man kann das Zugmaul verstellen, das könnte man hier rüberstellen. Und dann müsste man halt so seitlich vorbei. Kurven fahren ist allerdings mit dem Ladewagen ganz so gut wie nicht mehr möglich, weil dann bricht man sich eher die Gelenkwelle ab. Ja, ich weiß nicht, früher ist es so gebaut worden, ist aber eigentlich blöd. Optimal finde ich das Ganze nicht. Normalerweise gehört das Zugmaul vom Schlepper oben drüber, aber das hat es früher scheinbar öfters gegeben bei der Schlepper. Aber sonst, wie gesagt, finde ich den eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Ist halt der Hanomag. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber jetzt probiere ich es erst einmal, ob ich nicht meinen K15 doch wieder zum Laufen kriege. Wie gesagt, der hat ja leider einen Frostriss. Wir haben den ja 1998 schon mit Frostriss gekriegt. Und zwar hier, wo hier das Silikon drauf pappt. Das ist, wie der Bulldog damals gekommen ist, ist geschweißt worden die Stelle. Und um es hundertprozentig abzudichten, ist oben drüber Silikon gekommen. Das hat auch seit 1998 bis ja, Mitte letzten Jahres dicht gehalten. Aber leider Gottes, wie es halt so ist, irgendwann wird es halt doch wieder undicht. Warum auch immer, es läuft jetzt wieder Wasser raus. Ich habe, gut, was vielleicht der Fehler war, ich habe die ganzen Jahre immer das Wasser im Winter abgelassen. Und ich habe dann angefangen, ich habe mir Glycerantin eingefüllt, damit ich ihn auch im Winter zum Ausmisten nutzen konnte. Und eventuell hat ja der Frostschutz die Stelle, wo es zugerostet war, quasi wieder angefressen. Und deswegen konnte das Wasser wieder rauswandern. Naja, ich muss auch mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Normalerweise gehört ja der neue Motorblock her. Das Problem ist nur, die kriegst du so gut wie gar nicht mehr. Ja, überall hat er halt auch noch so ein wenig Ölstellen. Überall läuft Öl raus. Die Elektrik gehört überarbeitet, eigentlich möchte ich nachher wieder zulassen. Der Kühler ist soweit dicht. Der ist zwar ein bisschen krumm, aber der ist soweit dicht. Aber ich schaue jetzt erst einmal, dass ich ihn wieder zum Laufen kriege aus der Garage raus und dann muss ich mal gucken. Ja, also gut. Also wie gesagt, das Heu und Stroh haben wir aufgefüllt. Damit sind wir fertig. Den IHC habe ich jetzt mal hausen gelassen, weil der Vater den Radlader und die Mulde gebraucht hat. Wie man sieht. Und wenn ich jetzt den Bulldog reinstelle, dann muss er nicht bloß wieder rausfahren. Also lasse ich ihn gleich hausen. Und den rammt er dann selber auf. Ja. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das hat wieder Spaß gemacht. War halt einmal wieder was wir eigentlich schon hatten. Aber dieses Mal halt ein wenig anders verfahren. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, hat euch Freude gemacht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und Servus, bis zum nächsten Mal.